Joe. Kann ich ihn nicht looten. So, jetzt quatsch ich mal, das mache ich auch noch Kopfkürzer hier. Dein Kampfgeist ist ohnegleichen. Du bist ein würdiger Streiter der Ordnung. Dann lass mich jetzt zu den Äbten. Nein, du hast erst eine der Prüfungen bestanden. Nun musst du Beliar deinen Wert beweisen. Schon wieder eine Prüfung. Ohne Belias Segen bleibt dir der Zutritt zu den Äbten verwehrt. Sprich, welche Wahrheit verkündete der erste Belia-Jünger nach seiner Erleuchtung? Scheiße, wo soll ich denn das wissen? Woher soll ich das denn bitte wissen? Du wurdest bereits erleuchtet. Nur weißt du nicht, dass du weißt. Schön, wir werden alle sterben. Wie wär's mit Chaos in Freiheit? Ich hab's, das Böse siegt immer. Na schön. Wir werden alle sterben? Nein. Vielleicht der Tod ist eine Erlösung? Der Tod ist eine Erlösung? Nein. Wo sind die Kinder? Nein. Wie wär's mit Chaos ist Freiheit? Nein. Ich hab's. Das Böse siegt immer. Nein. Narren verdienen den Tod? Nein. Arganer sind unfähig und faul? Nein. Was ist mit Morden macht reich? Nein. Einfach alles durchprobieren. Wer schwimmt, gewinnt? Nein. Wer schwimmt, der gewinnt. Wie geil. Hör endlich auf, meine Zeit zu verschwenden. Lass mich zu den Äbten. Nein. Ich warne dich, meine Geduld ist am Ende. Zuerst die Prüfung. Mönch oder nicht, gleich gibt's was aufs Maul. Leere Drohungen. Ich hab dich gewarnt. Wehr dich. Tja, hauen wir den halt auch um. Hab ich ja eben gesagt, machen wir den halt den Kopf kürzer. Sage mir, mein Sohn, war das die Tat eines gerechten Menschen? Es gibt keine Gerechtigkeit, nur Macht. Ja, das waren die Worte des ersten Jüngers. Belia hat auch dich erleuchtet. Du hast bestanden. Oh, lass mich endlich zu den Äbten. Sie warten auf dich in dem größten Gebäude des Klosters, unserem Heiligtum. Was ein Freak, ey. Da viele Gebäude gibt es aber hier nicht, ne? Willkommen, mein Sohn. Wir haben lange auf dich gewartet. Warum habt ihr mich nicht gleich durchgelassen? Nur der Auserwählte des Schicksals darf die Wahrheit erfahren. Ich halte dich für würdig. Doch was ist mit meinem Bruder Galamod? Hält er dich auch für würdig? Ist mir egal. Ich bin hier, um nach dem Weg zu einem alten Tempel zu fragen. Nur der Auserwählte des Schicksals darf den Tempel betreten. Meinen Segen hast du. Doch was sagt mein Bruder Galamod dazu? Würdig sieht er nicht aus. Aber was soll's? Sterben wird er ohnehin. Sterben? Das habe ich nicht so bald vor. Ein Rat von mir für dich, mein Sohn. Stürze dich jetzt von den Klippen. Es wird dein Leiden verkürzen. Sag mir lieber, wie ich in den Tempel komme. Ungeduldig, was? Bevor wir dir den Weg in den Tempel verraten, will ich wissen, warum du nach dem Tempel suchst. Ich will verhindern, dass die Paladine den göttlichen Amboss des Tempels für sich gewinnen. Warum willst du das? Die Schweine haben meine Geliebte ermordet. Du sprichst die Wahrheit. Aber deine Motive sind falsch. Falsch? Falsch sind sie, ja. Geh in den Tempel. Er wird deinen kleinen Geist erweitern. Dann sag mir endlich, wie ich in den Tempel komme. Das Tor zum Tempel liegt tief im Dschungel hinter unserem Kloster. Einst hat die königliche Familie von Setarif diesen Weg beschritten, um der Göttin zu huldigen. Göttin? Der Göttin? Bist du nicht ein Priester des Innos? Alles ist eins im Sinne der Göttin, mein Sohn. Du wirst es sehen. Wie du meinst.
Wie finde ich den Weg zum Tempel? Ich werde ihnen deinen Geist einprägen. Bist du bereit? Rundal hat gesagt, ein Mann mit einer Augenklappe war hier. Was hat er über den Tempel herausgefunden? Es betrübt mich zu sagen, dass mein Bruder Galamoth ihm den Weg in den Tempel verraten hat, obwohl er nicht der Auserwählte war. Wieso das denn? Warum muss ich eure Possen mitmachen, wenn ihr jedem der hergelaufenen Schurken eure Geheimnisse verratet? Die Art, wie der Mann sich geweigert hat, die Prüfungen abzulegen und hier eingedrungen ist, hat meinem Bruder sehr imponiert. Das und das Messer an seiner Kehle. Ich bin dazu bereit, in den Tempel zu gehen. So sei es. Der Weg steht dir offen. Möge die Göttin dich erleuchten. Eines noch zu deiner Belehrung. Früher hatte die Göttin zwei Gruppen von Dienerinnen. Die Anbael und die Anosiri. Sie dienten der Göttin in Eintracht, bis eines Tages ihre Visionen von der Zukunft voneinander abwichen. Der Kult zerbrach und die Dienerinnen der Göttin bekämpften einander. Sie war die einzige Anosiri, die in jener Nacht entkam. Aber wisse, auch die Anbael haben schwere Verluste erlitten. Okay. Also können wir davon ausgehen, dieses Flattervieh, was die Orks da missbraucht hat, ist dann die in dem Stein da. Vorher hier auf Arthas, ne? So im Warcraft. So, jetzt haben wir den Weg. Karte. Ja, ich hab den Weg, den ich eben schon gehen wollte, wahrscheinlich, ne? Ja, ist irgendwie naheliegend. Können wir mal speichern? Nee, hier nicht. Weil schon lange nicht mehr gespeichert jetzt hier selber. Schupp, komm, mach hin. Zack, haben wir. So, der pennt da jetzt vor sich hin. Was hat er denn hier zum Verkaufen? Eine Sense brauchen wir nicht. Harnisch des Behüters. Des Jägers. Robe des Aspiranten. Ah, guck mal hier. Ist das, was haben wir jetzt für einen Helm? Ich glaube, den Helm habe ich schon. Da. 25. Da wäre der um einiges besser. Ja, den nehmen wir dann auch jetzt. Das Schild 75, Ausdauer, Lebensenergie. Mal eben schauen. Was für ein Schild ich jetzt gerade angelegt habe. Da ist es. 70. Das ist auch besser. So. Nee, doch Inventar. Dann haben wir doch ganz unten. Komm schon. Haben wir den Helm angelegt. Sieht zwar kacke aus, aber egal.
Ist jetzt mein Schild da? Ah, davon habe ich sogar schon eins gehabt. Oh Mann. Ah, stimmt, das habe ich doch in der Höhle gefunden. Können wir eben noch mal hier nach unseren Waffen gucken. Okay, da habe ich schon den besseren. Da war ja auch noch ein Schwert in der Höhle bei Lester. Das hier war das, glaube ich, auch. Aber es ist halt eine Zweihandwaffe. Na gut, egal. Haben so viel Knete und so viel Zeug dabei, was wir zu Knete machen können. Darauf kommt es dann jetzt auch nicht an. Ich habe wieder einen Stufenaufstieg. Nein, Inventar. Nicht Inventar, Fähigkeit, Mann. Ja. Machen wir voll hier. Ich finde, die Rüstung sieht kacke aus. Karte. Was mich halt noch ein bisschen stutzig macht, ist hinterm Kloster. Also ich denke mal, die meinen dann tatsächlich hier irgendwo. Weil hier ist ja noch jede Menge Platz. So, viel haben wir von der Karte noch gar nicht gesehen hier, ne? Wie sie Platz bietet. Aber es heißt auch nur, dass das Spiel anscheinend noch ein bisschen uns Content zu liefern hat. Weil wir schon auch, also gefühlt schon recht viel geschafft haben. Also schon seitdem ich jetzt auch an dem Punkt war, wo ich vorher schon gespielt habe, seitdem ist ja auch jetzt schon wieder recht viel passiert. Aber egal. Desto mehr konnten wir haben, desto mehr haben wir davon, ist klar. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Gehen wir erstmal hier lang. Gut, dass ich hier nicht zuerst lang gegangen bin. Ah, da ist auch schon irgendein Zeichen. Also, von wegen hier geht's weiter. Da ist eine Quest. Was ist hier? Okay. Boah, da glitscht der dann so an der Wand lang. Was soll der Scheiß, ey? Hätten sie ja nicht so ein Loch dahin machen müssen. So, schwarze Schlucht, Gefahr. Wir lieben die Gefahr. Uns kann die Gefahr nichts. Bartur. Ein Reisender. Hier. Du willst doch nicht durch die schwarzen Schluchten, oder? Wieso? Was ist mit den schwarzen Schluchten? Sie waren schon früher gefährlich. Mit den Feuerechsen bin ich ja fertig geworden, aber... Was, aber? Ich war auf dem Weg durch die Schluchten. Da hat die Erde unter meinen Füßen angefangen zu brodeln. Plötzlich war ich von Knochenmännern umringt. Bin gerade mal so mit dem Leben davon gekommen. Mein Paket habe ich allerdings verloren. Du hast ein Paket verloren? Was war da drin? Gemüsesamen. Wenn du es findest, kannst du es gerne behalten. Für Jabo sind sie einiges wert. Wer ist Jabo? Ein Eremit, der im Urwald lebt. Wenn man mit wilden Tieren fertig wird, kommt man gut hin. Halte nach einer Lichtung im Norden des Dschungels Ausschau. Dann werde ich mal nach deinem Paket Ausschau halten. Wenn du an der ersten Weggabelung vorbeiläufst und dich dann links hältst, müsstest du es finden. Gut. Grüß Jabo von mir. Was macht Jabo im Urwald? Er war mal einer unserer Brüder. Aber im Kloster war es ihm zu laut und zu hektisch. Im Kloster war es ihm zu hektisch? Jabo braucht eben viel Ruhe. Was für Tiere leben im Dschungel? Feuerechsen? Wilde Scavenger, Snapper, Mücken, viele Mücken. Ach ja, und ich glaube, ich habe mal einen Schattenläufer aus der Ferne gesehen. Ja, Schattenläufer, na toll. Was will Jabo mitten im Dschungel mit Gemüsesamen? Vor kurzem haben die Scavenger seinen Gemüsegarten verwüstet. Er hat einen Plan, wie er das in Zukunft verhindern kann, aber jetzt ist sein Gemüse halt futsch. Tja. Jabo hat einen Plan.
Was für ein... Das wollte er mir nicht sagen. Ich höre sie schon, aber ich sehe keinen. Hä? Ah, da. Komm her! Blöde Feuer... Waran. Ich glaube, ich habe einen Wackelkontakt im Kopfhörer. Weil ich irgendwie nur auf der rechten Muschel was höre. Das ist echt kacke. Warte mal, ein Tier. Ah! Das kill mich doch nicht hier, während ich hier versuche, meinen Sound zu richtig hinzukriegen. Hä, Moment. Ich glaube, dieses Verlängerungskabel, was ich hier nutze, ist für einen Popus. Entweder habe ich nur auf der. Gerade nur auf dem linken oder nur am rechten was. Ist ja kacke. Ach man. So, erste Gabelung links da. Muss das ja hier sein. Ja, Obsidian Golem. Mach du mal hier. Oh, der hält auch schon ein bisschen was aus. Ah, und jetzt blockiert der da noch alles. Ja, komm schon. Mach ihn platt. Los! Ich brauche ein stärkeres Schwert, der wehrt sich ja eh nicht. Schwefel. Aber hier ist kein Päckchen mit irgendwelchen Gemüsesamen. Der hat mich betrogen. Fragen wir ihn nochmal. Da war nix. Grüß Jabo von mir. Na toll. Hier ist die erste Weggabelung. Dann links, hat er gesagt. Ah, vergessenes Grab. Hätte ich fast vergessen, das zu machen. Also, beide waren vorbeigegangen, meine ich. Wo ist jetzt dieses blöde Päckchen? Hier ist nichts. Da will ich mich veräppeln. Naja, dann halt nicht. Boah, ist halt kacke, dass ich nur rechts was höre und nicht links. Das ist irgendwie so ein taubes Gefühl, da ist irgendwie so ein Druck da drauf. Moment, das muss ich mal eben korrigieren hier. Ich muss mal gucken, dass ich da hinten dran komme. Ah, ja, besser. Das war, weiß ich, irgendwie total bescheuert. Ich habe mich ja nicht wirklich jetzt groß hier irgendwie bewegt. Oh, Skelette. Obsidian-Krieger. Also sehr originell sind die mit dem Namen aber auch nicht. Ja. Ganz um Fleischschwanzen hier. Das sind alles Killer-Fleischschwanzen. Ich brauche sie für das Fleischschwanzen-Ragout. Ja, ist ja gut hier. Ich hör auf, deine ganzen Pfeile zu verschwenden. Ich brauche deine Pfeile noch. Ah, wieder keine Pfeile mehr gehabt. Hat er alle verschossen. So, alles einsammeln. Zack, 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 zack. Tschu. Hier ist noch was. Da, Fleischschwanze. Haben wir alles. Aber immer noch nicht das Päckchen. Naja, wir werden alles... Oh, das ist noch Schwefel. Den nehmen wir natürlich mit. Da haben wir nochmal so einen Waran.